So Leute, die Festivalsaison geht wieder los. Wir waren ja schon bei Rock am Ring, um mal zu gucken, wie es da dieses Jahr mit der Frauenquote aussieht. Aber wir wollen natürlich auch euch ein paar hilfreiche Tipps geben fürs Festival, auf das ihr garantiert diesen Sommer fahrt. Und mein Team hat hier in dieser Tasche jetzt ein paar Fragen zu Festivals gesammelt. Und darauf habe ich hoffentlich die passenden Antworten. Ich als alter Festivalhase, wie ihr seht, Festival für mich nur in VIP-Lounge. Was ihr nicht riechen könnt, ist, dass da der Kanaldeckel unterm Zelt ist. Team wollte es sehr realistisch machen. Okay, auf geht's. Wie finde ich den besten Zeltplatz? Ich würde sagen, frühe Anreise, Leute vorschicken. Das ist eigentlich das Gute. Leute schon mal anstehen lassen, früh hinfahren lassen, sagen, ich habe noch Pediküre-Termin oder so, ich komme später dazu. Nicht zu weit weg vom Klo für die Ladies, aber auch nicht zu nah. Sonst stinkt's. Und was auch richtig scheiße ist, ist, wenn es so abschüssiges Gelände ist, nicht unten am Hang, weil die Chance, dass es regnet, ist sehr hoch in Deutschland. Die Chance, dass dann Matschrutschen gebaut werden, ist auch sehr hoch. Und die Matschrutsche geht dann natürlich nach unten und dann rutschen alle in euer Zelt. Und das ist scheiße. Oder halt einfach abends wieder nach Hause fahren. Weil es halt einfach scheiße ist im Zelt. Das ist kacke. So, wie überlebe ich den Moshpit? Moshpit muss ich erklären? Im Internet muss ich Moshpit erklären? Wow. Das ist der Part, wo man sich ein bisschen Platz macht, um wie gestört gegeneinander zu rennen. Also ist einfach gefährlich. Das ist für mich eine Todesfalle. Von einem durchschnittlichen 1,80 Mann bin ich, ich und meine Nase, wir sind auf Ellbogenhöhe. Das heißt, für mich ist im Moshpit entweder ich springe wahnsinnig hoch die ganze Zeit oder ich wiesel mich irgendwie durch oder ich lasse es halt direkt. Oder was ich auch mache, ist am Anfang am Rand stehen, dann Fullspeed reinlaufen, irgendwen schubsen und dann direkt abhauen. Dann war man dabei, ist aber nicht verletzt worden. Ja, ja, wenn jemand hinfällt, dann helfen alle bitte einem wieder auf. Das ist ja wohl logisch. Wie erhalte ich ein Mindestmaß an Hygiene auf dem Festival? Das ist ein sehr wichtiger Tipp für viele Menschen, die ich schon gerochen habe auf dem Festival. Es gibt Feuchttücher, womit man eigentlich Babys den Arsch abwischt. Die sind eigentlich okay. Abstand halten von anderen. Grundsätzlich Wechselklamotten, Deo, Desinfektion. Aber nicht mit dem Desinfektionsflächenspray die Hände einsprühen. Das ist krebserregend, Leute. Fun Fact. Man kann sich auch mit Dreck, glaube ich, abreiben. Ich glaube, das geht auch wie so Tiere irgendwann. Meine Lieblingsband spielt und ich kann nicht sehen, weil alle vor mir größer sind. Was tue ich? Welcome to my life. Nach vorne drängeln, weil ihr seid eine super cute kleine Frau. Wieso sollte man euch nicht vorlassen? Am besten auch mit so Zusätzen. Du bist so groß, ich kann hinter dir nichts sehen. Früher ging es noch auf Festivals, dass wir so Pittermännchen hatten. Und dann haben wir das Pittermännchen ausgetrunken. Dann konnte ich mich da draufstellen. Die Fläche vom Pittermännchen ist natürlich aber sehr klein. Und deswegen hatte ich quasi Freunde um mich rum platziert, die mich dann so ausbalanciert haben. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Oder wie gesagt, halt einklemmen zwischen große Leute. Man rutscht dann wieder runter, aber dann kann man sich mal wie so ein Kletterer wieder hochfriemeln. Meine Lieblingsband spielt und plötzlich regnet es in Strömen. Was tue ich? Drauf scheißen. Was sollst du machen? Ist halt so. Kannst nichts machen. Bist halt im Regen. Bist es nicht schon aus Zucker? Mülltüte, Löcher rein, hast ein Regencape. Hier. Mülltüte. Ah, guck. Hier hast du eine Kapuze. Dann machst du hier ein Loch für dein Gesicht. Wie groß ist mein Gesicht ungefähr? So, dann hat man ungefähr hier. Und dann hier. Es ist irgendwie klein geworden. So. Warte, wo ist meine Kapuze? Hier. Hey, und hier kann ich sogar noch ein Baby drin haben, wenn ich will. Oder ein Kumpel. Hey, gar nicht warm. Und dann kann man natürlich auch den coolen Move machen, wenn die Sonne wieder scheint. Wie
schmuggle ich am besten Alkohol aufs Festival? Das ist wirklich, muss ich sagen, eine alte Familientradition. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Chipsdose. Hier nichts verkommen lassen. Haben wir irgendwo. Ah ja, Gefrierbeutel. Ja, das ist sehr gut. Chips kann man dann für später einfrieren. Oh. Mann! So, und dann nimmt man einfach die Dose. Bumm. Paar Chips noch drauf. Wenn einer guckt, sind nur Chips drin. Alter Trick. Warte, so rum geht's nicht, warte. Hier, ich habe jetzt zu kurze Socken an, aber das geht auf jeden Fall 100% klar. Bisschen höhere Socken. Dann geht man ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt zu kurze Socken, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und natürlich in den Ärmel. Leute, im Ärmel. Guckt sich jetzt an, wie viele Dosen haben wir. Drei. Eins, zwei. Drei kriege ich noch. Kein Problem. Fällt nicht auf. So. Das ist natürlich im echten Leben nicht so. Im echten Leben wäre mein Zelt immer sehr aufgeräumt. Total verkatert aufgewacht. Wie werde ich wieder fit? Es gibt nur eine Lösung. Konterbier. Konterbier, aber einen guten... Gut gekühlt. Es gibt nichts anderes. Alles andere ist, glaube ich, Schwachsinn. Salz, Elektrolyte und so. Nein. Konterbier ist das Einzige, was hilft. Es führt ins Verderben, aber es ist das Einzige, was hilft. Was tun, wenn man mitten im Pulk vor der Bühne steht und plötzlich pinkeln muss? Es gibt Menschen, die tragen Windeln. Das habe ich persönlich schon mal gesehen, wie jemand in der ersten Reihe irgendwann dann seine Windel ausgezogen hat und nach hinten geschmissen hat. Das war nicht cool, sag ich mal. Man könnte sich so einfach so zur Toilette tragen lassen, wenn man Bock auf Körperkontakt hat mit Fremden. Ansonsten einfach mit anderen Mädels in der Reihe so absprechen, dass man da so durchkommt, weil wir müssen sowieso die ganze Zeit pinkeln. Mein Zelt steht unter Wasser, was kann ich tun? Heulen und nach Hause fahren. Es gibt keine andere Option. Oder Matschrutsche, dann einfach drauf scheißen, Matschrutsche durch alle Zelte, mit einem Zelt über alle anderen Zelte. Mama anrufen. Mama anrufen, hol mich ab. Ich will nicht mehr. Welche Snacks eignen sich fürs Festival? Ja, da kann man natürlich super Meal Prep machen, sich so ein paar Salate vorbereiten. Wichtig ist natürlich auch Obst-Smoothies. Wenn man eine Kühlbox hat, super gut mitnehmen. Dann für zwischendurch natürlich super gut sind so kleine Powerballs, die man sich aus Datteln und so zu Hause selber gemacht hat in 50.000 Jahre langen Stunden. Ja, Proteinshakes und sowas. Oder Dose Ravioli. Geht auch kalt, wenn es sein muss. Was mache ich, wenn die Nachbarn zu laut Musik hören? Als erstes mich fragen, ob ich weiß, wo ich bin. Und warum ich das freiwillig gemacht habe, wenn mich das stört. Einfach rübergehen, mitfeiern. Kommt drauf an, was für Musik ist. Also wenn es gut ist, dann okay. Oder die eigene Musik lauter machen. Und dann so eine Battle. Gibt es das überhaupt, dass sich Leute auf dem Festival wegen... Also Lärmbelästigung beschweren? Gibt es da so Ordner, wo Leute sagen, mein Zeltnachbar, der hört viel zu laut Musik? Ist es nicht so, ja, und? Guck dich mal um, wo du bist. Dafür hast du Geld bezahlt. Wie kriege ich die Konservendose ohne Dosenöffner auf? Ganz einfach. Bordsteinkante, Ferse und gib ihm. Ich kann es leider nicht vormachen, weil hier ist keine Bordsteinkante. Schade. Ich kann es wirklich sehr gut. Wie verhindere ich, dass ich meine Freunde verliere? Man könnte einem so ein... Kennt ihr diese Dinger, die Kleinkinder an ihrem Fahrrad haben? Diese bunten, diesen Fähnchen? Das könnte man einem auf jeden Fall hinten an den Gürtel machen. Oder allen in einer Farbe. Oder so Heißluftballon, nicht Heißluftballon, wäre ein bisschen groß. Aber so ein Luftballon mit Gas, so ein kleines Einhorn oder so. Gut ist halt da auch einen großen Kumpel zu haben. Das ist immer sehr gut, weil den erkennt man. Treffpunkte abmachen, Leute. Wie mit Kleinkindern. So, das waren meine ultimativen Festival-Tipps. Gern geschehen. Viel Spaß euch auf jeden Fall auf welchem Festival auch immer, wo ihr hinfahrt. Und wir sehen uns im Herbst wieder, wenn es weitergeht mit Dix. Fertig geguckt? Ihr könntet jetzt endlich eure To-Dos abarbeiten. Oder ihr guckt euch einfach noch mehr Dix-Content an. Einfach hier klicken für das nächste Video, da oben, um unseren Kanal zu abonnieren, oder hier, um in eine wundervolle Welt der ARD-Mediathek zu kommen mit allen Folgen Dix.